Wer war Dr. Erich Mühe? Erich Mühe war ein Berliner Arzt, der hatte seine Praxis auf der Oranienstraße im Bezirk Kreuzberg. Und Erich Mühe ist im Juni 1932 spurlos verschwunden. Er ist an einem Abend aus dem Haus gegangen, hat sich von seiner Frau verabschiedet. Er wollte eigentlich nur kurz weg und er ist nie wieder zurückgekommen. Zwei Tage nach dem Verschwinden hat man sein Auto am Sakroer See gefunden. Das ist ein idyllischer See außerhalb von Berlin, zwischen Berlin und Potsdam. Und man dachte zunächst, dass er vielleicht ertrunken ist, dass er nachts an den See gefahren ist, um zu schwimmen. Es sah alles nach einem Badeunfall aus. Aber man hat nie eine Leiche gefunden, auch nach Tagen, nach Wochen nicht. Und dann hat irgendwann die Polizei die Ermittlungen übernommen, weil man eben nicht mehr davon ausgehen konnte, dass es ein Badeunfall war. Und die Sache wurde eigentlich immer mysteriöser. Je mehr die Polizei recherchiert hat, die haben natürlich die Patienten befragt, die haben Nachbarn befragt, Familienangehörige befragt, die haben natürlich auch die Frau des Doktors befragt, umso mysteriöser wurde das Ganze. Und es taten sich also wirklich Abgründe auf, die immer tiefer wurden, menschliche Abgründe. Und schnell wurde klar, dass in diesem Fall nichts so war, wie man zunächst glaubte. Ich bin ja Historiker von Hause aus und Historiker lieben es, in Archive zu gehen, zu recherchieren, in alten Papieren, in Dokumenten, in Unterlagen zu kramen, zu stöbern. Und mir war es bei dem Buch total wichtig, diese Zeit der späten 20er, frühen 30er Jahre eben lebendig werden zu lassen. Wenn Dr. Mühe also in das Lokal Aschinger geht zum Mittagessen, dann will ich natürlich genau wissen, was im Juni 1932 bei Aschinger serviert wurde. Also habe ich nach einer historischen Speisekarte gesucht. Wenn Dr. Mühe durch Kreuzberg spazieren geht, vom Oranienplatz zum Moritzplatz geht, will ich natürlich ganz genau wissen, wie diese Straße damals aussah, wo er vorbeigekommen ist, an welchen Bäckereien, an welchen Zigarrenläden, Zigarettenläden er vorbeigekommen ist, um einfach diese Zeit lebendig werden zu lassen, Authentizität zu erreichen. Das geht sogar so weit, dass ich recherchiert habe, wie teuer ein U-Bahn-Ticket damals war, wie die U-Bahn fuhr, in welchem Takt und so weiter. Das heißt, mir ist als Historiker immer total wichtig, eine Zeit, eine Epoche lebendig werden zu lassen, auferstehen zu lassen, dass die Leserinnen und Leser wirklich das Gefühl haben, ich befinde mich gerade im Juni 1932. Das Spannende und Faszinierende am Verschwinden des Dr. Erich Mühe ist die Tatsache, dass sich diese Geschichte über gut 20 Jahre erstreckt. Sie beginnt im Juni 32 in der Spätphase der Weimarer Republik in Berlin, dehnt sich über das gesamte sogenannte Dritte Reich, über die NS-Diktatur aus, in die 40er Jahre hinein, die späten 40er Jahre, das kriegszerstörte Berlin und schließlich führt eine Spur ganz am Ende sogar noch nach Barcelona, in das Spanien der Franco-Diktatur, wenn sich die Schwester von Erich Mühe auf den Weg macht und dort ihren Bruder sucht. Und das ist wirklich faszinierend, dass man eine so lange Zeit abdeckt und der Fall immer mysteriöser und immer rätselhafter wird.